Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Dark Souls 3, grausig gemeinsam durchleben Staffel 3. Leiden tun wir wirklich, denn wir sind in einen schrecklichen Kerker gefangen, wo wir vor extrem schweren moralischen Entscheidungen gestellt werden. Wir haben jetzt uns dafür entschieden, diese unschuldigen, armen Kreaturen einfach zu töten, so wie alles einfach hier und ja, naja. Das war die schwerwiegende moralische Entscheidung. Ja. Ein völlig harmloses... ein blindes Wesen umzubringen. Oder nicht. Oder nicht. Und wir haben uns für umbringen. Wäre also auch echt cool, wenn man kein Mana mehr hat. Mit einem schweren Schlag kann man trotzdem immerhin einmal so ein Feuerangriff starten. Da oben habe ich nicht erst getötet. Also eigentlich dürfte mich jetzt von oben nichts treffen. Verschlossen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Kann man irgendwie runterdroppen. Hm? Okay, müssen wir gleich nochmal gucken. Da kommt doch jetzt. Achso, gut. Bevor ich in die Falle reinrenne, meinst du? Wobei die erstaunlich selten Fallen waren hier, muss man sagen. Naja, Fallen in dem Sinne, dass sie von der Seite angreifen und so ein Kram. Guck mal. Ich glaube, das ist eine Geheimtür. Sie öffnet sich nur nicht. Ich weiß, dass du eine Geheimtür bist. Lass mich auf, mich zu schlagen. Öffne dich, du blödes Ding. Okay. Kommt man irgendwie dann noch hin? Kommt man auch von der anderen Seite irgendwie ran. Komisch. Übrigens wird der erste DLC zu Dark Souls 3 ja auf der TGS vorgestellt im Oktober. Hast du schon gesagt? Ja. Hörst du bitte auf? Tyranidenschuppe. Gut. Hörst du mich voll gekotzt, du ekliges. Moment, wenn wir im Feierlingsschrein sind, sollten wir auf jeden Fall zu Greyrock gehen. Gucken, ob der hier hin kann. Ja. Es tut mir leid um dich, aber... Was sind das für Viecher? Also das Einzige, was mir bei diesen Viechern einfallen würde, wäre aus Dark Souls 2 diese Experimente. Ja. Hallo. Was geht? Ist er jetzt wieder harmlos? Ach, jetzt. Gerade eben konnte ich es nicht anvisieren. Ungewollt, aber funktioniert. Ich wollte euch nochmal einen heftigen Schlag aufladen. Ich meine natürlich, das war voll gewollt. Ich werde jetzt der Sprung-Attack-Master und so. Da hinten liegt doch was, oder? Ach, ich glaube, das war mit deiner Kerkertür. Ja. So, hier geht es jetzt also auch lang. Oder wow. Das sieht cool aus. Ja. Da geht's tief runter. Ah, wenn man da kommt, klickt man das Item. Und dann kann man da so runter... Naja, drunter droppen, weiß ich jetzt nicht so richtig. Aber da sehe ich allein jetzt schon wieder zwei Wächterinnen? Mehrere Wächterinnen? Viele Wächterinnen. Wow. Moment. What the fuck? Rein optisch ist das der alte, ist die alte Kiln of the First Flame. Wo grün war. Das ist dieses... Dieses runde Ding? Ja. Stimmt. Was du sagst. Für mich das Licht auch noch so drauf scheint, ne? Als ob es irgendwie wird... Ha. Ja, da haben wir noch ein... Ist dieses große Feuerding ja. da? Ist das... Der Dings? Das ist ein Mordfessel? Ja. Weiß ich nicht. Könnte sein, oder? Wobei man ja in Dark Souls 2 das Nordwessel zerbrochen gesehen hat. War es nicht so, dass das... Oder mehrere gab? Genau, dass es nicht nur eins war, sondern dass es sogar mehrere waren? Kann sein. So, dann gehe ich jetzt doch mal erst durch den Weg von dem Ausbrecher, um den Gegenstand da zu holen. Gott, ist so viel Wege. Ja, wobei im Moment ist es ja noch relativ strukturiert. Achso, ist...
Brücker brauchen wir. Hä? Hey. Ich hab das gesehen, oder? Ach nee, das war auf der anderen Seite. Ich wollte gerade sagen. Orientierung gleich null. Den ganzen Metzeleien hier würde ich auch gerne mal wieder einen Bauunfeier haben. Wahrscheinlich kommt es bestimmt nach diesen zwei Viechern da unten. Ach nee, so was. Auf die andere Seite. So direkt bei mir, wa? Ja, ich so, ja. Da. Ach, das war das Ding. Ach. Aber es geht auch nicht mit diesem Schlüssel. Nee. Gut. Da brauchen wir wirklich erst irgendeinen anderen Schlüssel. Schlüssel des zweiten Ausbrechers! Oder irgendwie so weit. So. Ups. Ich tippe auf Kerkerschlüssel. Meinst du? Ja. Das wäre voll Mainstream. Wappenring brüllender Drache. Ja. Okay. Hiami Brüll. Oh, ihr seid ja gar nicht die... Nee, das sind Macheten, Heinis. Machete und Armbrust. Ha. Hm. Ich meine, ja, ich könnte jetzt hier runterrollen, aber ob das jetzt so viel besser ist? Naja. Ach, also, fuck, ich muss hier runterrollen. Ich muss sagen, wenn du zurückwarpst, musst du alles nochmal machen. Nee, ach, guck mal, was haben wir denn da? Da ist noch jemand. Lass mich. Ja? Nein! Oh! Okay, ist ja nicht so stark. War nur doof gerade geschlagen. Ein Flakon. Burn, baby, burn. Oh. Du machst Blutungsschaden. Das ist schön, dass du dir einfach deinen Rücken mir einfach zudrehst. Finde ich sehr angenehm von dir. Ihr macht Lust, und dann macht er die Beine breit. Nun ja. Na gut. Kein Gang! Okay. Ja, dann weiter hier, ne? Ist da noch was? Sieht nicht aus. Bist du eine Geheimtür? Nö. Du bist Mimik. Ja, bitte? Das ist ein Mimik. Ja. Nee. Ist vielleicht direkt danach ein Bonfire? Oder was ist direkt danach? Das sieht nach irgendeinem Roller und Kugel aus. Da wird auf jeden Fall kein Bonfire kommen. Was soll ich das wie? Ja, wie viel Kohle? Kopf vorne zieht weiter, ja. Der Sultan nicht durch. Der Sultan nicht durch. What the fuck? Wie viele kommen da noch von euch? Okay. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Und oben leuchten die Sterne. Okay, die eine hat einen Zweihandhammer. Hier unten leuchten wir. Hallo? Sein Licht geht aus, ich gehe nach Hause. Der Bimmelra, Bammelra, Bumm. Bumm. Au, mein Licht geht aus, doof gelaufen. Ich gehe nach Hause, Bimmelra, Bammelra, Bumm. Aha. Kuckuck! Hey, auf wen schießt du da eigentlich? Okay, hat jeder von euch eine Armbrust? Was, wieso kommt da schon wieder einer? Oh Gott, wie viel seid ihr denn? Weil er auf dich zugelaufen ist. Wow! Guck mal, wo der. Wow! Perfekt, also, Hinterkopf! Respekt an unseren Helden, muss ich mal sagen. Ja. Du bist tot. Alter, was ist denn? Ach fuck, können wir runterschießen. Das ist alles, um dann von der Mimik eventuell geklatscht zu werden. Mann! Jetzt kommst du auf einmal. Ja, war klar, dass du jetzt kommst. Yay!
Au! Oh, jetzt haben wir auf den Kopf tut weh. Seid ihr unendlich viele? Werdet ihr beschworen? Oh. Ja. Ich glaube, das ist der letzte. Hätte sein können. Ich höre schon wieder irgendwas glitzern. Irgendwo fällt man da runter. Das sieht überlebbar aus, ja, aber du hast dann eine Leiter. Hier ist wieder das. Ja, so. Are you the last one? I am the last of us. Au. Gut. So viele stehen hier hinten, meine Fresse. Okay, alle Wege führen nach unten. Alle Wege führen zum Drop, außer die Leiter. Bitte lass da ein Bonfire sein. Oder eine Abkürzung, ich habe keine Ahnung. Irgendwas. Mimik machen wir später. Meine, ich stepp eh. Wie das eine Abkürzung sein soll, weiß ich zwar noch nicht, aber da kann man was aufmachen von innen. Deswegen, das könnte doch was sein. Ja, aber wir haben ja oben gestartet. Was sitzt da? Ein Riese. Ein schlafender Riese. Ist das wieder wie in der Kathedrale, wo dieser Riese nach uns schlägt? Wahrscheinlich. Da kann man nirgendwo lang. Sicher? Nee, stimmt, hast recht. Hast recht. Man muss den Riesen hauen, damit man an ihm vorbeikommt. Achso, oder irgendwo runterdroppen, wa? Sein Kopf liegt genau unter einem Vorsprung. Stimmt, das war dieses komische Silber, was wir oben gesehen haben. Komm, das! Nein, du kriegst mich nicht, Dann doch lieber die Mimik. Irgendwas verrecke ich jetzt, wa? Ja. Aber gut, wie gesagt, um die Spielzeit brauchst du dir wirklich keine Sorgen mehr machen. Ja, das stimmt wohl. Aber dann muss ich mal drauf setzen, dass du verreckst. Weil Bosse ist jetzt gleich auch schon wieder mit mir. Ne, guck mal, das ist wirklich das Weiteste, was in diese Richtung geht, landet man da auf seinen Kopf. Da, siehst du? Ja. Ach nee, ich möchte dich doch nicht bekämpfen, du blöde Mimik. Warte mal, ich will mal's. Wär's mir jetzt böse, wenn ich was cheaterisch mache? Wenn wir überhaupt das Zeug haben. Was ist das da? Haben wir überhaupt sowas? Bedingt Estus-Regeneration. Lass sie länger schlafen, meinst du das? Ja. Was ist das da? Was ist das da rechts? Befreundeskontakt. Ich glaube, was er da findet. Ich weiß es nicht mehr. Also das ist, glaube ich, nicht. Das ist Estus-Regeneration mit. Haben wir sowas? Ach, wir hatten noch mal sowas aufgesammelt, ich oder? Auch. Ich werfe einfach ein Jochgeschlein auf ihn drauf. Ha. Stelle dich. Ja, gut, okay. In den Tod! Denkt dran, Mimik sind meine Schwäche. Das soll jetzt inwiefern... Na, dass du bald wieder dran bist. Achso. Und... Nom. Du bist gestorben. Ja, das Ding ist halt, du darfst das gesamte Ding nochmal, also nicht das gesamte, aber muss halt. So viel ist es jetzt gar nicht, dadurch, dass wir gleich zum Fenster raus können. Das stimmt. Dadurch kann man sich relativ viel sparen. Musst du halt nur aufpassen, dass du nicht runtergestoßen wirst, ansonsten kannst du einfach geradeaus laufen. Hier kam noch irgendwo einer. Na, der kam nur, als ich das Item aufgesammelt habe, da war doch der erste Jumpscare. Das Viech war. Macht der Nebel überhaupt was? Gar nicht. Oh.
Natürlich auch geil, wenn die Viecher sowas können. So, du hast mich runtergeschubst, wa? Mist. Ja, ja. Tschüss. Jetzt kommen die mir gleich alle hinterhergelaufen. Du bist gerade voll noch an so einer Wächterin vorbeigerannt. Ja. Jo, ich breche aus, Motherfucker. Denk dran, du hast keine Glut an. Denk dran, hier war noch einer, der gleich aufsteht. Da um die Ecke, um diese Säule herum. Also mit der Rolle kann man sie wegstupsen. Natürlich. Also die sind nicht so stark. Das war vielleicht nicht so gut. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich habe da so viele Seelen schon weggesammelt. Das war gut. So, das war so wie. Zwei Gegner, zwei Estus-Flakons. War so. Ja. So kann man fortfahren. Ja. Besonders bei der Stelle, die da vorne kommt. Ja. So, Schnauze. Jetzt habe ich geguckt, ob ich den gestellt habe und habe es wieder vergessen. Da standen 5 Minuten nach. Ja. Ja, das konnte ich halt leider nicht mehr machen, weil ich keine Mana mehr hatte. Nee. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Dropkick! Au. Hast du auch Grün? Nein, ich glaube nicht. Komm doch mal in die Tür. Da bin ich! Oh, Zeug! Die Antwort ist ja. Zum Glück geht der Dropkick manchmal auch echt drüber. Oh! Ich würde sagen, wir machen das einfach so, dass ich das jetzt so schön auf diesen Haltungsmove einsetzen, dass wir noch ein Heilding nehmen und ein Mana, ne? Ja. Dann können wir dreimal so. Also jetzt hier runter droppen, ne? Nee, da geht's. Hinter dir, da runter. Er liegt aber immer noch genau bei seinem Hand. Ja, okay, aber so kann man... So kann man ihn nicht wecken. So muss man ihn nicht wecken. Aber da liegt was. Ah. Das ist die Szene mit dem Drachen aus Dark Souls 1. Im Prinzip. Mit dem untoten Drachen. Wo man das Schwert nimmt und dann... Stimmt, ja. Komm ich denn da hin? Nope. Na, komm schon. Schlag mich. Schlag mich, du Arsch. Schlag mich. Au. Ich werde dich proppen auch gleich. Das war so klar. Wo lag... da, Leiter. Da bin ich unverwundbar. Gut, bin ich nicht. Das war Schwachsinn. Und den ganzen Weg darfst du jetzt schön lang latschen. Oh nein. Oh Gott! Oh. Du bist Matsch. Gut, aber wir haben das Item und wenn er jetzt wieder schlafen sollte... Als ob. Der schläft nicht mehr. Wenn wir nur lange genug warten... Das wäre auch geil, so eine Mechanik. Spiele Dark Souls 2 Wochen lang nicht mehr, dann schläft der Riese wieder. Oder wie man dann steht da so und sieht dann wieder so... Bupp. Wäre nicht schlecht, ja. Willst du die Äste sterben schon holen? Ach nee, das macht ja auch keinen großen Unterschied. Naja, wir sind jetzt beim Folgenende gleich. Da könnte man die jetzt auch mal schnell ihn noch holen und dann... Na dann nicht. Nope. Hattest du ihn vergessen? Ja. Alter, du bist wie... Ich brandmarke dich. Das war magnetisches Feuer. Ja, wirklich. Wurde zu deinem Feuer hingezogen. Die kommen jetzt nicht daher, oder? Geh doch einfach runter. Je weiter du weg bist, desto unwahrscheinlicher ist es. Ich komme auf dich einen Drop, aber ich fahre aus dem runter. Das ist möglich. Das war auch mein Gedanke, aber dann habe ich... Funktioniert! Zu viel Au. Angst, runterzufallen. Gut. Ich bin heute mutig. Merk schon. Ich habe den Bosskill nicht bekommen, also mache ich jetzt viele... Ja, und wenn man in der Spielzeit so weit vorne ist, kann man ja auch mutig sein. Stimmt wohl.
Mein Problem ist eher, solange ich noch eine Chance habe ranzukommen, bin ich trotzdem immer schon so waghalsig und sterbe dadurch. So. Dann seid ihr schon mal alle tot. Ich würde hier draußen bleiben, damit die Typen also nicht, in die Ecke gehen und ja, nicht rum. Nicht reagieren. So, in dieser Ecke warten wir jetzt und können den gut aussehenden Körper unseres Helden beobachten. Ja. Guck mal, also die Lady hinter mir kann sich schon gar nicht mehr zurückhalten. Ja. Unglaublich. So in Wallung. Ja. Aber da, meine Damen, ist es vollkommen normal, bei dem Anblick dieses stattlichen Mannes schwach zu werden. Und dieses Schwertes. Oh ja. Vor allem mit diesem Schwert. Gut, beim nächsten Mal schauen wir mal, was hinter dem Riesen liegt. Vielleicht, wenn er uns lässt. Mal gucken. Ja, und dann mal sehen, was auch alles im Kerker auf uns wartet. Ja. Bis dahin, euer The Ramen. Und euer Gautun. Ciao. Ciao.